And I'll unlock the door. Das ist gut, da nehme ich dich mit. Leader, I'm going to stay here. Go, man, go! Ah, wir kommen mit. Los! Let's walk again! My God! The smell alone is enough to... Oh-oh. Nein! Du haust mich nicht nochmal. So, was das Ding hier auch bringt... Oh, Dankeschön! Safe Haven. Das ist auch nicht Safe Haven hier. Well, at any rate. Granaten! Und Munition ohne Ende hier. I've had my fill for excitement today. Ah ja, auf jeden Fall ein bisschen was zum Laden hier. You're welcome to stay if you want. Nö, ich möchte hier nicht stehen bleiben. Du kannst aber gern hier bleiben, wenn du es möchtest. Hier geht's ja gar nicht weiter. Well, do you have any idea what to do next? You go on without me, Gordon. So, jetzt haben wir die Dinger hier ausgemacht. Und nun? Und nun? Die Tür ist zu da drinnen. Dahinter höre ich einen Zombie. Lalalalalala, wie gehen wir nach unten? Vielleicht ist hier... Ach, jetzt ist hier grün. Die Eiskammer des Grauens, auch genannt. Vergiss es, oh mein Gott. Kranker Mist. Du bist tot. Hat schon nicht gesund angehört. Oh. Was? Aua. Du kranker Mistkerl. Kranker Bastard. Oh, das. Genau, so ging's. Jetzt. Dachte schon, der stirbt nicht. Gordon, is that you? Is it safe? Ah! Es bin ich. Oh dear. I do believe I soiled myself. Ja, dann bleib halt mal in der Mülltonne stecken. Wenn das dir ja besser gefällt. Klatsch! Wie? Ist da dran vorbei? Nein. Totale Munitionsverschwendung, wir müssen es tun. Manual Override. Drücken, 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 drücken. Oh oh. I don't know where I have to go. Und Luft bleibt mir auch nicht mehr sehr lange. Oh, da ist ein bisschen Luft. Aber das ist nicht der Ausgang. Wie kannst du überhaupt im Wasser überleben, du blödes Mistvieh? Da ist der Ausgang. Ach, Gott sei Dank. Ein Medikit. Da ist nichts drin. Hallo. Ladebildschirm.
So. Okay, Security Clearance Level 4. Hallo? Was? Kaputt gegangen. Will aber da rein. Verdammt. So, was haben wir denn hier so zu tun? Wir gucken mal, ob alles erledigt ist. No, nee. Nicht ganz. Können wir den Wagen fahren? Nein. Na gut, dann müssen wir halt mit dem Ding rumfahren. Geht nicht. Müsste eigentlich gehen. Geht aber nicht. Lass mich hier rein! Hä? Was? Wo kommst du her? Ah, da hoch auf jeden Fall. Komm. Eins, zwei, drei. Na los. Fällt mir gar nicht hier drin. Das lass doch die Notbeleuchtung, warum geht die nicht an? In Notfall graben Sie sich bitte durch einen Lüftungsschacht. Da ist bestimmt hier an der Seite was, ne? Da ist auch nichts. Da unten ist bestimmt was. Nein. Ah, vielen Dank schon mal für die Munition. Du hast einen Headcrab erledigt. Aber das Headcrab hat auch dich erledigt. So, ein Knopf zum Drücken. Oh, empty. Empty! Nöt, nöt. Bin ich blind? Oh, schöner Fernseher. Da hast du das. Ach, hier! Ich bin blind. Mal los! Ab nach ganz da unten. Genau, und jetzt kam, daran erinnere ich mich auch noch, von da oben die Headcrabs runter. Boing, boing, boing. Headcrab! Headcrab! Wo ist der hin? Hallo? Aua, der ist mir direkt auf den Kopf gesprungen. Verzieht euch, Mann! Verzieht euch! Alles voll hier mit Headcrabs. Bäh. Ekelhaft. Da hinten ist was zum Heilen. Heile, heile, heile. Zack. Sehr schön. Das kann man nicht kaputt machen. Aber hier sind noch zwei. Nichts drin. Da ist noch eins. Noch nichts drin. Alles kaputt machen. Half-Life. Das ist der Munition. Geht nicht. Da ist noch eine Kiste. Nee. Die vielleicht. Gut. Barney, du bist tot. Oh mein Gott! Du bist tot! 119 Schuss haben wir jetzt. Okay, dieses kleine Mistding hat sich selbst kaputt gemacht. Schön blöd.
Auch sehr gut, dass wir jetzt noch nicht mehr drüber kommen. Doch, komm, jawohl. Ich weiß wie. Als allererstes töten wir dieses blöde Headcrab da hinten. So. Mal speichern. Ich glaube F5 ist schnell speichern. Nee. Wir gucken schnell mal. Optionen. Oh, wir spielen ja auf Easy. Nee. Keyboard, da. Da. Quick Save, F6. Gut. Ha, ich wusste es. Klonk. Ah, gut, das haben wir getötet. Töten, töten, töten. Das ist bestimmt nicht gut hier drin. Ladebildschirm! Natürlich, es geht um die Ecke, dann sind wir Ladebildschirm. Ja, hier haben wir einmal den Weg raus und da einmal den Weg raus. Wir nehmen den. Okay, da kommen wir zu den Lower Canals hier. Immer alles schön kaputt machen. Half-Life und so ist immer was drin. Alles voller Alien-Gesocks hier. Bäh. So, also hier kommen wir nicht weiter. Hier war was drin. Boing, 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 boing. Autsch. War unnötig, egal. Was zum Laden? Hey. Ach, das Ding ist leer. Ach, schade. Da geht's nicht weiter. Gut. Dann bleibt nur eine Möglichkeit, ab ins Wasser. So, wir machen die ganzen Crates hier kaputt. Auf der Hoffnung, dass irgendwas drin ist. Okay, da schön dran vorbei. Also es ist wirklich so treu gehalten an Half-Life 1. Da kam nur Shampoo raus. Ich glaube, dir geht's nicht gut, mein Freund. Da ist auch noch was. Bin ich eigentlich blöd? Da stand doch dick und fett Expo Dingsbumshaft drauf hier. Feuer. Aber eine Kiste, die explodiert? Okay, bei so Gastanks kann ich das ja noch verstehen, aber eine Kiste? Na gut. Jetzt haben wir halt einiges verloren, aber so schlimm ist das auch nicht. Nicht am Anfang zumindest. Hallo? Wer ist da? Wie haben die Kiste eigentlich hier durch die zwei Türen bekommen? Sieht nicht angenehm aus hier. Überall Blutmassaker. Ich will da rein. Da umgucken. Ach, na super.
Wir drücken F6. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Nach da drauf. Nach da drüben! Ach, schaut mal. Da ist doch auch noch ein Weg, oder sieht das nur so aus? Na toll, das sah nur so aus. Oh, Gott. Ich bin doch im Wasser gefallen, das passiert doch nichts Schlimmes. Dass man da dran hängen bleibt. Nein, das ist doch... Oh Mann! Oh Mann, ich kann doch eigentlich so gut rumjumpen. Gerade bei Half-Life, das ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich. Zack! 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 Irgendwie da rüber zu kommen. Okay. Also in echt würde ich das, glaube ich, nicht tun, einfach mal so rumschauen.